Hallo meine Lieben, sagt Barbara Berger, Coach, Trainerin und Lerntrainerin aus Wien. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Möchte auch alle herzlich begrüßen, die neu bei meinem Channel sind. Langsam, aber stetig wachsen wir ja ein bisschen an, was mich sehr freut. Heutiges Thema ist die Plusrechnung und alles, was es darüber zu sagen gibt. In der Volksschule, Grundschule lernen wir mit einfachen Zahlen das Plusrechnen. Wichtig ist, dass Kinder recht früh verstehen, was ist denn die Aufgabe von einer Plusrechnung. Das kann man anhand von einfachen Rechengeschichten erklären. Simples Beispiel, der Toni hat 3 Spielzeugautos, dann hat er Geburtstag und kriegt von seiner Oma 2 neue. Jetzt möchte ich wissen, wie viele Spielzeugautos hat der Toni. Daher kann ich die Rechnung 3 plus 2 machen. Wichtig in dem Zusammenhang ist es, dass bei einer Plusrechnung es immer nur um gleiche Dinge geht, die hier zusammenkommen können. Also vorher Autos, nachher Autos. Sehr oft, wenn man dann beim Beispiel einkaufen ist, passiert Kindern, dass sie sagen, ja, die Mama kauft 4 Äpfel und 3 Bananen. Sage ich, gut, und was ist das jetzt für eine Plusrechnung? Na, 4 plus 3. Was kommt raus? 7. Ja, aber was 7? Sie kauft 4 Äpfel, 3 Bananen, jetzt hat sie 7 was. Also da kann man einem Kind schon früh erklären, dass nur gleiche Dinge addiert werden können. Nächster Punkt ist dann das Kopfrechnen. Das beginnt bei einfachen Rechnungen im Zahlenraum 10. Zuerst wird irgendwas um 1 mehr, es kommt 1 dazu. Dann vielleicht 2, dann haben wir die verschiedenen Rechenaufgaben, die sogenannten Pärchenaufgaben, 3 plus 3, 5 plus 5. Da kann man dann ableiten, naja, was könnte dann 3 plus 4 sein. Je besser das automatisiert ist und je einfacher diese Aufgaben für ein Kind sind, desto leichter tut es sich dann später auch mit größeren Zahlen. Man kann nämlich dann auch von 3 plus 4 ableiten, was ist dann 13 plus 4 oder 23 plus 4. Der nächste Schritt ist dann zu sagen, 3 plus 4, 30 plus 40. Was passiert denn da anderes oder was hat denn da im Ergebnis dann, was ist dann die Folge im Ergebnis? Nächste Kategorie wäre dann über den Zehner zu rechnen, also 6 plus 7. Da muss man nur aufpassen, dass Kinder sich diese Rechnungen nicht einfach nur auswendig merken, sondern dass sie eine Strategie haben, wie sie darüber nachdenken können. Weil wir brauchen ja dann auch die Fähigkeit für 57 plus 8 zum Beispiel. Und da gibt es halt jetzt eine Unmenge an Möglichkeiten, die wir uns natürlich nicht alle auswendig merken wollen. Geschickt wäre es hier im Kopf zum nächsten Zehner zu ergänzen. Oft passiert es, dass Kinder Tipps bekommen, ja, rechne zuerst die Einer zusammen, stell dir einfach vor, wie wenn das untereinander stehen würde, aber bitte aufpassen, da ist der Versuch da, das Kopfrechnen eigentlich durch ein schriftliches Rechenverfahren zu ersetzen, was nicht ganz schlau ist, nicht ganz geschickt ist, sondern im Gegenteil, wenn Kinder oder Leute eine gute Kopfrechenstrategie haben, dann tun sie sich auch bei schriftlichen Rechenverfahren später leichter. Ja, die nächste Kategorie wäre dann vielleicht 24 plus 31, da haben wir es mit Einern und Zehner zu tun, gehen aber nicht über den Zehner und ja, danach kommt dann auch schon 58 plus 27, wo wir über den Zehner gehen. Also man sieht, Kopfrechnen kann man beliebig und graduell steigern. Ich sage immer, die Kür des Kopfrechnens ist, wenn man eine Rechnung wirklich auf Zuruf lösen kann. Das macht es nämlich wesentlich einfacher, wenn die Rechnung irgendwo steht und das Kind kann die Rechnung lesen. Dann kann man nämlich viel kleinschrittiger überlegen und hat auch mehr Zeit. Beim reinen Kopfrechnen, wenn man die Rechnung nur hört, muss das Gehirn nämlich ganz schnell operieren können, sonst vergisst es nämlich, um welche Zahlen es dabei geht und die Vorstellung muss auch ganz klar sein, wo sind der Einer, wo sind der Zehner, wo passiert was miteinander, weil auch wichtig, Einer und Einer können nur addiert werden oder plus gerechnet werden, Zehner plus Zehner, Hunderter plus Hunderter. Ja. Wenn Kinder dann eine gute Kopfrechentechnik haben, dann geht es auch schon in Richtung schriftliches Rechenverfahren.
Vorher vielleicht noch ein bisschen was zur Fachterminologie, und da habe ich euch eine Folie mitgebracht, die ich euch zeigen möchte. Was seht ihr hier? Ihr seht die Rechnung 2789 plus 3467, das ergibt dann 6256. Von der Fachterminologie her haben wir jetzt nicht nur eine Plusrechnung, sondern eine Addition vor uns. Das Verb dazu ist addieren, also wir haben hier lateinische Fachbegriffe und die einzelnen Teile dieser Addition sind Summanden und die Summe. Da die Zahlen vertauscht werden können, beliebig, also ich kann auch 3467 plus 2789 rechnen, da gibt es keine zwingende Reihenfolge, darum heißen beide Zahlen gleich, oder auch wenn ich mehrere addiere, habe ich dann lauter Summanden und das Ergebnis von so einer Addition nennt man die Summe. Wie man sieht, bei so einer schriftlichen Addition muss ich kein Pluszeichen davor setzen. Das kann ich weglassen und dann ist allgemein auch damit eine Addition gemeint. Dann gibt es auch noch den Begriff des sogenannten vorteilhaften Rechnens. Was damit gemeint ist, das möchte ich euch auf einer weiteren Folie zeigen. Wir sehen hier eine recht einfache Rechnung von 2 plus 4 plus 8 plus 6. Das kann man natürlich einfach nacheinander rechnen. Oder wir können uns die einzelnen Zahlen so zusammenpaketieren, dass der Kopf es leichter verarbeiten kann. 2 plus 8 sind die sogenannten Zehnerfreunde, die ergeben 10 miteinander und 4 plus 6 macht das ebenso. Und dann haben wir im Kopf 10 plus 10 und es kommt 20 raus. Das ist auch immer gemein, wenn Rechnungen nebeneinander stehen, so wie es in der Volksschule bei uns zu Beginn ist, dann ist gemeint, dass hier kopfgerechnet werden soll. Wir haben hier eine schriftliche Rechnung, wo in dem Fall jetzt drei Summanden untereinander stehen und auch hier kann man vorteilhaft rechnen. Man könnte jetzt natürlich von unten oder von oben beginnen. Ich kann aber auch, wenn ich bei den Einern gerade bin, sagen, 5 plus 5 ist sehr schön. Das ergibt 10 plus 2 dazu ist 12. Dann geht 1 weiter. Dann habe ich 4 plus 6 ist 10. Aus dem 8er wird er 9er. Dann habe ich 19 und so weiter. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Zu den Rechengesetzen, die bei der Addition gelten, was jetzt assoziativ, dissoziativ Gesetz etc. Betrifft, habe ich übrigens vor einiger Zeit ein eigenes Video gemacht. Das heißt, da möchte ich jetzt gar nicht in dem Zusammenhang noch einmal darauf eingehen. Schaut euch das vielleicht einfach einmal an, würde ich vorschlagen. Das ist auch ganz interessant. Ja, das war es dann schon zum Bereich Plusrechnen. Es wird in Bälde ein ähnliches Video kommen zum Thema Minusrechnen. Dazwischen aber noch ein bisschen was zum Thema Multiple Choice. Bleibt einfach dran, ihr wisst, es lohnt sich. Ich biete euch jetzt Like, Subscribe, Ring the Bell und freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen in einer Woche. Bis dorthin alles Liebe, eure Barbara.